In den USA haben tausende Menschen an verschiedenen Orten für das Recht auf Waffenbesitz demonstriert. Sie fürchten, dass Präsident Barack Obama, wie angekündigt, strengere Waffengesetze durchsetzt. Der Bundesstaat New York hat erst vor kurzem die nun strengsten Waffengesetze der USA eingeführt. Dort wie auch in Ohio gingen Waffenfans auf die Straße. Einige von ihnen hatten eine klare Botschaft an die Regierung. Sagen Sie den linksliberalen Idioten in Washington, dass sie unsere Waffen in Ruhe lassen sollen. Wir tun niemandem weh. Sie sollten sich lieber um die Kriminellen kümmern. Sie selbst sehen sich als friedfertige Menschen, Waffen als Garanten eines ruhigen Lebens. Alles nach dem Motto, eine bewaffnete Gesellschaft ist eine freundliche Gesellschaft. Die Massaker der jüngsten Zeit haben hier keinen Sinneswandel bewirkt. Dieser Mann sagt, es gab diese bedauerliche, schreckliche Sache in Newtown, es gab diese schreckliche Sache in Aurora. Aber statt dass sie an die logische Lösung denken, nämlich die psychische Verfassung oder eine kriminelle Vergangenheit des Käufers zu prüfen und solche Tests strenger und leichter anwendbar zu machen, nutzt Obama das, um sich unsere Waffen zu greifen. Die Debatte um strengere Waffengesetze hatte nach dem Massaker an der Grundschule in Newtown im Dezember an Fahrt aufgenommen. Obama will nun Presseberichten zufolge Sturmgewehre verbieten und den Verkauf von Waffen generell erschweren.